Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Teil Odyssey im Auftrag des Königs in der Version 2.5. Ich glaube mittlerweile weiß das wohl jeder jetzt, weiß wohl jeder Bescheid. Ja, wir haben da hinten ein paar Lurker und ein paar Blutfliegen gekillt. Und jetzt gucken wir mal, wie viel fehlt uns da noch. Aha, es fehlen uns noch 2295 Punkte. Ne? Ist doch richtig. Ja. Gut, gehen wir mal in die Burg und gehen zu Kuno. Weil durch den Vopar im 10. Teil mir das rostige Schwert abhanden gekommen ist, als ich meinen Tod gesaved habe. Ja, das ist auch vorgekommen. Ich wurde vom Lurker angegriffen und hab dann ganz schnell abgespeichert, dummerweise. Und der Spielstand ist zum Glück nicht geschrottet und musste den Marvin-Modus aktivieren. Und konnte dann mich dann wieder lebend cheaten, sonst hätte ich den ganzen Kram wieder von vorne beginnen müssen. Ich hoffe, ihr könnt das nachsehen. Und ansonsten seht ihr hier in der weiteren Folge, den Kuno eine Waffe zu kaufen. Und zwar... Zeig mir deine Ware. Feuerpfeile. Hat er wohl nicht, wa? Hat nur normale Pfeife. Pfeile. So, und dann ein Kurzschwert für 500. 20. Was haben wir denn hier auch für 500? Das ist doch dull. Nagelknüppel habe ich auch. Und ich habe nur 380 Jolt. Ach, dann werden wir ihm was verkaufen, um auf die 500 zu kommen. Meine Herren, ich habe eine Spitzhacke. Ich brauche nur eine. So. Na, das reicht doch. Das ist doch klasse. Noch irgendwelche? Ach, ein paar Holzknüppel, die kann er auch noch nehmen. Ja, dann gehe ich hier rüber und hole mir hier ein Kurzschwert. Ist das eine Einhandwaffe? Das ist sehr gut. Und macht gleich 40 Schaden. Das ist klasse. Das Kurzschwert legen wir auch an. So, da ist es. Und dann gucken wir mal weiter. Weil ich gerade was... Wenn wir schon hier sind. Wenn wir schon hier sind. Ja. Reorientieren wir uns nochmal und gehen mal zum Koch. Maybe Jonathan. Jonathan, ja. Hey du. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Was hat er denn aufregend? Das Birn zum Beispiel, die habe ich glaube ich nicht. Birnenkompott, Kohlsuppe 50. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihm ein paar Rezepte abkaufen soll. Weswegen auch immer. Egal. Wir machen folgendes. Wir werden uns wieder runter ins Dörflein teleportieren. Und weiter fighten. Mal kurz speichern. Und hier wieder weiter aufräumen. Hubert. Hubert steht da und hält Wache. So, dann scouten wir mal wieder. Spannend. Ja, da haben wir wieder einen Athanos-Lager. Mal gucken. Hier noch ein bisschen Mana und Lebensenergie. Kräuter, Feuerwurzel. Ah, er hat mich gewittert. Hat er das? Ja, hat er. Bin ich. Ja, ist gut. Ist einer so freundlich und schreibt mir in die Kommentare, wie ich nach hinten gucken kann, mit welcher Taste. Welcher Taste geht, kann ich nach hinten gucken? Das würde ich ganz gerne wissen. Und
Weil das ist gerade bei so Verfolgungsgeschichten hier ziemlich. Oh, Hubert, vielen Dank für die Abnahme meiner Erfahrungspunkte. Mann. Oder so. Also wie schon gesagt, ich habe keine Möglichkeit gefunden und auch in den Einstellungen der Tastaturbelegung nicht, wie ich nach umdrehen kann, nach hinten gucken kann. Kann mir das eventuell einer mal schreiben? Das wäre super. Da oben sind auch noch welche. Die höre ich nämlich links. So. 30 Lurker heute. Wie soll man denn das schaffen? So. Waldbeere. Ach, was soll's. Will auf die Viecher drauf. Die Kräuter machen wir später. Ne? Junge Arten aus Lurker. Das ist zum Beispiel auch eine gute Geschichte. Und da ist nochmal ein normaler Adanos Lurker. Ach ja. Adanos Lurker, noch ein junger. Mhm. Ich habe nur noch ein paar Feuerpfeile. Ich konnte leider keine mehr kriegen. Oh. So, einstecken. Ich habe gesagt, einstecken, den Bogen, springen. Und ganz weit weglaufen. Und jetzt würde ich ganz gerne diese Taste haben, wo ich nach hinten gucken kann. Sonst müsste ich mich nicht mal so umdrehen. Und das kostet Zeit. Hey, der springt ja auch. Wie cool ist das denn? Der springt sie. Und der springt jetzt hier völlig vorbei. Ja, ist ja gut. Mal das Gleiche hier. Ja. Bleib da stehen. Dann kann ich dich in Ruhe piesacken. Ah, das ist gut so. So geht's auch. So ist es besser. Danke für die KI. Okay. Sind mir schon insgesamt 120 Erfahrungspunkte weggekommen durch den Hubert, weil er mir zwei Lurker abgemästelt hat. So. Hey, was war denn das eben? Das gesehen? Na gut, okay, ich habe das Spiel so einigermaßen auf dem Laufenden gehalten, beziehungsweise fehlerhafte Dateien und sowas noch eingefügt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, also das Spiel ist nicht, also von der Engine her ist es nicht erneuert, bis jetzt noch nicht, also soll ja noch geupdatet werden, weil da noch einige fehlerhafte Sachen dabei sind. Aber was war denn das eben? Wutsch! Walking backwards. Na gut, okay. Wissen wir nicht, was das war. Es wird uns ein Geheimnis bleiben. So, ich glaube, das war noch ein Junge. Da war doch irgendwo noch ein Junge, genau. So, dann, den kann ich auch... So, den machen wir auch gleich mal richtig hier. Na? Haut eines Reptils. Haut eines Reptils. So. Da hinten war da noch ein Lurkerchen. Ja, hier in dem Gebiet ist es sehr interessant, weil die Lurker hier einen riesen Radius haben, wo sie hingehen. Jetzt sind sie wieder weg. Mal sind sie da, mal sind sie da weg. Oh, ich sollte mal ein paar Pilzlein essen. So. Das ist auch richtig schön, dass jetzt auch die ganze Zeit kontinuierlich die Musik läuft. Also da hinten links um die Ecke ist ja unser Jäger. Wollte noch irgendwie noch ein bisschen Bogen lernen. Aber unter den allgemeinen
Stellungen oder unter den allgemeinen Informationen habe ich es nicht gefunden. Ach, mal gucken, was das für Goblins sind. Oder hier noch ein Arthanos Lurker. Oh, weia. Da gehe ich ein Risiko ein. Save early, save often. Okay. Wann steckt er endlich seine Waffe ein und springt mal ein bisschen? So, machen wir das gleiche Prozedere wie eben auch. Es ist lustig, wenn man immer so drüber weggucken will oder zur Seite gucken will. Na, so. Ich bitte dich, Lurkerchen, zeig dich. Also, okay. Ja. Nee. Jetzt. Bringt das was, wenn... Oh, hallo. Mach mich jetzt nicht fusselig hier. Okay. Was endlich lange währt, wird endlich gut, oder wie das heißt. So, da, da. Jo. Ich hab zwar gerade eben die Waffe Schwert gezogen, anstatt den Bogen. Obwohl ich zum Schluss den Bogen benutzt habe und auch wieder eingesteckt habe, so sollte bei der Wiederholung eigentlich die letztgezogene Waffe wieder genommen werden. Warum das hier so ist? Je ne sais pas, ich weiß es nicht. I don't know, ich weiß es helemaal nicht. Wie der Holländer zu sagen, vielleicht. So, dann haben wir hier wieder... Ach so. Aha. Ich sehe nichts. Ich sehe nur Lurker. Nein. Nein. Nein, nein. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Nö, 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 nö. So, dann machen wir das. Moment mal, was ist denn da oben eigentlich? Da oben sind da nicht irgendwelche Gobline? Da ist ein Goblin. Da ist ein Goblin. Also wenn ich... Naja, da kann ich von da oben nicht den Lurker hier killen. Ah, splatters on the screen. Wahrscheinlich brauche ich mehr Geschick, damit er stärker, damit er schneller das ganze Geschirr einstecken kann. Ach ja. Oh, dieser David ist ja schon wieder auf dem Dach und macht die Lurker kaputt. Boah, ist das langweilig. Ja, das kann langweilig sein, ich weiß. Aber ich habe keinen Bock zu schneiden, das ist so zeitaufwendig. Das hatte ich schon mal in einer meiner Folgen erwähnt. Und wenn man ein bisschen Geduld hat und dann hier, ne? Ne?
Eile mit Weile. Moment mal, das sieht aus. Ja. Komm, komm zu Mutti. Nein, komm zu Papi und... Oh. Gelaber, 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 gelaber. Alter Schwede. Kann passieren. Muss passieren. Die Erfahrung lehrt uns. Trete nie daneben. Okay, das waren die ganz viel. Ja, ist gut. Dann locken wir nochmal. So. So, einen mache ich noch. Der soll die Waffe einstecken. Ah, verstehe. Also erst wenn ich laufe, funktioniert das Waffen einstecken. Ach ja. Das ist alles nicht so einfach. Kommst du an? Hubert, bleibt da weg. Ja, der ist nicht schon wieder. So, genau richtig. Da wird er kommen. Gut. Ach, der kommt aufs Dach. Auch gut. Bleibt er da hängen, du? Okay, kürzen wir mal ab. Jetzt kommt er wahrscheinlich da wieder hochgeklettert. Na, wo bist du denn? Wo hängst du denn jetzt wieder ab? Hat es ja eben schon erwähnt gehabt. Bringt doch gar nichts, dass ich meinen Kopf mitbewege, aber das ist so fesselnd. Er ist hier unterm Dach. Ich glaube es ja nicht. Ach, ich riskiere es mal. Also. Oh, noch ein Prankenhieb und ich bin kaputt. So. Gut. Ja. Mach doch mal den Athanos Lurker Breakdance für mich. Ja, ich weiß es nicht. Da ist er wieder. Und komm. Na, abgeprallt. Oh ja. Ach, das ist ein Toter. Ich wage etwas. Und zwar gehe ich wieder raus. Schlaf eine Runde. Hast du gerade eben gezogen hier? Tatsache, die hätten mir gekillt. Aber. Naja. So geht's ja auch. Oder da. Na ja, warte mal. Laufschlieder. Was ist denn das? Eine Waldbeere? Eine Heilpflanze? Ja, nehmen wir mal eine Heilpflanze. Gut. Also ich bin schon 20 Minuten mit den Lurkern hier. Am Machen, am Tun. Zeit für eine andere Strategie. Wo war denn nochmal die Stelle? Ach ja, am Strand da hinten. Gut. Auch eine andere Strategie. Das sage ich jedes Mal, wenn ich hier in diesen Wald reingehe.
Vielleicht sollte ich mal ein bisschen labern. Labern wir mal ihn hier an. Das ist ja nur ein Ritter. Wie ist die Lage? Das geht dich nichts an, Bursche. Für dich muss es reichen zu wissen, dass wir im Dienste Innos und des Königs handeln. Ja, gut. Das ist dann auch ein Ritter. Was ist denn eigentlich hier mit dem Türmchen hier? Ich glaube, da ist nichts, ne? Da brauche ich ja den richtigen Schlüssel. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Hier ist ja auch noch eine Säge. Eine Baumstammsäge, aber ein Holzstumpf. Ne, nur eine Holzstäbe. Okay. Das heißt, wieder ein bisschen Pfeilematerial. Apropos Pfeile, wie viel haben wir denn noch? Normale 37. Meine Fresse, das geht aber ganz schön fix weg. Dann müsste ich dann wieder welche kaufen. Bei diesen ganzen Massen von Lurker da hinten, dieser ganze Fleck, da brauchst du eigentlich einen gewaltigen Zauber, dass du die killen kannst. Ah, guck mal ins Logbuch, was habe ich vergessen? So, dann haben wir hier der Rattenkönig, Wenzel, Rattenkönig. Ach, ich habe eine Idee. Die versunkene Flotte. Das bringt mich auf eine Idee. Wir werden uns mal abkühlen. Und zwar werden wir da hinten mal zur versunkenen Flotte mal hinschwimmen, tauchen. Vielleicht finden wir ja das syrianische Öl. So. So, Klippenspringer von Acapulco. Wie komme ich denn da jetzt drauf? So. Du sollst einen Körper machen und keinen Rückenklatscher. Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, Diving. Ja, das ist blass. Das ist hier etwas alles sehr... Moment mal, wie muss ich das nochmal machen? Ach ja, so. Blub, blub, blub. Das hier ein Schiff? Ja. Alter. Mal gucken, wie ich mich orientiere. Da hinten ist ein Schiff. Das ist der Schatten von mir auf dem Boden. So. Könnt ihr auch hier. Hier ist zum Beispiel ein Schiffchen. Es ist ja echt sehr verschwommen. Oh, ich brauche eine Brille. Eine Taucherbrille. Rostige Axt. Achso, da ist es. Na, eine Axt ist es. Ja. Und das ist jetzt wieder Meeresboden. Gut, dass der nicht aufwirbelt. Wenn ich drüber streife, dann hätten wir überhaupt gar keine Sicht mehr. So. Ja, okay. So, jetzt machen wir ein bisschen... Ach, vielleicht sollte ich mal auftauchen. Ja, so, das Schiffchen haben wir hier schon mal so grob untersucht. Da kommt nichts mehr. Dann nehmen wir dann das Schiffchen uns. Achso. Hat uns ja der Fred beigebracht. Immer schön pumpen. Gucken, können wir jetzt wieder? Nee, immer noch nicht. Vielleicht sehen wir von hier oben schon, was eventuell hier liegen kann. Da liegt was. Sieht aus wie Fässer. Oder eine Amphore oder sowas. Okay, let's dive. Skelette. Oh. Okay, das ist ein Fass gewesen. Aber hier schwebt was. Nee, da ist nix. Ach, da ist ja auch noch ein Wrack. Blub, blub, blub. Oh ja. Vielleicht hat sich hier im Bug was versteckt. Ja, da muss man echt alles ausbaldowern hier. Nee, ist hier nichts. Dann gucken wir nochmal hier. Vielleicht liegt hier daneben was. Auch nicht. Oder auf dem Deck hier. Nee, nix. Null länger. Ja.
bisschen auftauchen. Na. Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Erstmal ein bisschen rumschwimmen und gucken. Was war das? Okay. Ist da was? Ist da was? Gucken wir mal. Je suis Jacques Cousteau avec Diving Through the O. Quatsch. Ich bin Jacques Cousteau und ich tauche durchs Wasser. So, wie schon gesagt, ist hier was. Mit dem Shape. Schiff, meine ich. Nope. Da hinten sind ja noch welche. So viele sind das. Blub, blub, blub. Oh, aber das ist natürlich das letzte Schiff da hinten. Gucken wir mal, ob wir hier noch was finden. Da war doch was. Nee. Oh, schön. Lass schon Luft ab. Na, ist eventuell hier in der Kajüte was drin. Das wird riskant. Luft! Ich krieg keine Luft! Schnell nach oben! Oh, es wird was, es wird was, es wird was. Oh, es war sehr knapp jetzt. Auf der letzten Sekunde. Auf die letzte Sekunde. So, hier haben wir nämlich auch noch welche. So, und wenn wir da fündig werden sollten... Egal was. Ist das der Schatten? Da ist was, da ist was. Da sind sogar noch zwei Wracks. Da ist aber auch noch was. Oder? Gucken. Ist hier auch noch was? Nee, sieht nicht danach aus. Nee, dann werden wir mal hier hingehen. Das ist offensichtlicher. Ja, genau, richtig. Blub, blub. Und ich werde hier was finden. Egal was, ich will es finden. Ich muss es finden. So. Und das liegt aber sehr tief da unten, meine Herren. Mal gucken, wo könnten wir denn da mal anfangen? Aha. Also für das geübte Gothic-Auge sehe ich was. Hier direkt vor mir unten auf dem Grund liegt. Deswegen... Nee, nicht so weit rüber. Ich muss senkrecht tauchen. So. Was ist das? 50 Gold. Toll. Okay. Das ist schon mal gut. Ui, guck mal. Ist das ein Blatt Papier? Nee, das ist ein Manta. Nee, ein Stachelrochen. Der rückwärts. Ich hatte das in einer anderen Folge schon mal gehabt. Hier schwimmen die Fische rückwärts. Warum dem so ist? Keine Ahnung. Rückwärts schwimmende Fische. So. Ohne Kanone. Sehr schön. Okay. Admiralsschiff entdeckt. Aha. 25 Gold gefunden. I'm so thankful. Herr Admiral. Was ist das? Wird auch noch eine Kanone sein. Blub, blub, blub. So. Gucken. Immer schön hier. Ja, ja, ja. Nicht in Panik geraten. Roland, nicht in Panik geraten und nicht hängen bleiben. Danke dir. Komische Geräusche hier unter Wasser. Okay, nochmal hoch. Ich bin richtig angespannt. Oh, das ist ja unser Schiff. So, das heißt also, den vorderen Bereich vom Admiralsschiff haben wir untersucht. So. Ah, da ist auch wieder was. Ja, ich sehe was. Oder? Nee. Okay, also. So. Tauchen mit Hut ist immer gut.
Da ist ein Mast. Mast und Schotbruch. Okay. Hier ist nichts. Hier oben drüber eventuell, falls es die Luft erlaubt. Okay. Die Luft erlaubt es noch. Da noch was ist, weiß ich. So, Achtung, fertig. Na gut, okay. Ich denke, dass da noch was ist. Aber hier. Nee. Okay. So, jetzt sind hier noch ein paar Wrackteile. Da ist noch ein Punkt. Neben so einem Stock hier. Oder von so einem Stück Mast. Ja, das ist ein Mast. Entweder ist es Textur. Es ist Textur. Doof. Naja. Ne. Ne. Doch. Da ist was. Okay, 50 Gold gefunden. Tja, ich bin in der Hoffnung, hier syrianisches Öl zu finden, welches so unglaublich wertvoll sein soll, was Wenzel erzählt hat. Der liebe Wenzel. So, nochmal eben hier auf dem Deck gucken, ob hier noch was ist. Da war was. Nee. Ist nichts. Okay. So, wenn ich das Teil hier abgesucht habe. Also noch das hier. Dann müssen wir uns sputen und Schluss machen. Oder? Ich mache jetzt schon Schluss. Und dann gucken wir mal, was da im Heck noch ist. Also. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Schreibt mir einen Kommentar und gebt mir einen Daumen. Und wir sehen uns wieder. Ciao.